Ich bin aufgeregt. Es ist Derby-Tag. Es scheint die Sonne hier im Westen Hamburgs und ich mache mich gleich auf den Weg ins Viertel. Ich gehe ins Viertel und dann werde ich sie rufen hören und ich werde es auf Stufen lesen, auf Wänden und auf Plakaten. Den HSV mag keine Sau und der FC St. Pauli wird auch heute wieder euer Super-GAU sein. Ich bin aufgeregt. Ich freue mich schon so sehr, heute ans Millern-Tor zu gehen, ohne wirklich zu wissen, was mich da erwartet. Ich stelle mir das so ein bisschen als Mittelding vor. Also das Mittelding aus einem wirklichen Stadionerlebnis und einem Mittelding aus gar keinem Stadionerlebnis. Ich habe mir eben nochmal das Video vom 1910 e.V. angeguckt, kann ich euch nur empfehlen. Vielleicht packe ich es auch hier in die Beschreibung von diesem kleinen Podcast-Zwischenruf von dem 1910 e.V., wie gesagt, der alle Tore im Derby der letzten Jahre zusammengefasst hat. Und da merkt man ganz, ganz stark, wenn man sich diese Tore anguckt und unsere Reaktion vor allem darauf, was für ein Riesenunterschied das ist, ob das in einem vollen Millern-Tor passiert oder in einem leeren Stadion, wo man lustigerweise, und das fände ich eigentlich ganz cool, so als Mittelding, wo man lustigerweise immer dieses Pock, Pock der Bälle und auch wenn die so satt geschossen werden, dieses Bock und dann dieses Kalling, wenn die oben rechts in der Ecke einschlagen, dass man das richtig hört, dass stelle ich mir so ein bisschen vor, dass wir heute so eine Art Mischform haben, also tatsächlich diesen berühmten 80er, 90er Jahre spielbezogenen Support von knapp 10.000 St. Paulianerinnen und dann vielleicht auch dieses Plock-Pock, vielleicht nochmal einen Zwischenruf von Schulle oder von den Spielern auf dem Rasen zu hören, das stelle ich mir tatsächlich besonders vor. Keine Ahnung. Ich werde euch auf jeden Fall berichten. Vielleicht nehme ich auch mal ein Mikro mit, und um noch ein paar O-Töne und ein bisschen Atmo aufzunehmen. Das kann ich ja dann nochmal abspielen oder hier hinten dran packen oder wie auch immer. Meine Co-Hosts sind heute nicht da. Markus guckt es im Fernsehen und Willi ist in Hamm. Hat er einen Termin, den er nicht verschieben kann. Lustigerweise habe ich das ganz, ganz oft gehört, dass ganz, ganz viele Menschen Freitag den 13. Termine haben, die sie nicht verschieben können und heute deswegen nicht zum Derby können. Mein herzliches Beileid natürlich auch dafür und an alle, die keine Karte bekommen haben. Ich fand, um da nochmal kurz anzuhaken, die Art und Weise, wie das online vergeben wurde, die Tickets, da hat der FC St. Pauli und sein Partner Eventim aber aufgerüstet, muss man ehrlicherweise sagen. Denn vor ein paar Jahren war das ja noch vollkommen durcheinander. Die Nutzerführung war grauenerregend. Innerhalb von 0,073 Sekunden waren sämtliche Server überlastet und ein heilloses Durcheinander. Und man konnte überhaupt gar nicht nachvollziehen, wieso man jetzt entweder ein Ticket bekommen hatte oder keins. Das fand ich dieses Mal wirklich sehr, sehr viel besser. Erstens waren die Server zu erreichen, zweitens war die Nutzerführung einigermaßen sinnvoll. Ich habe sogar von vielen gehört, dass sie ihren eigenen Sitzplatz ausgewählt haben. Das habe ich mir ehrlich gesagt nicht getraut, ganz abgesehen davon, dass ich nicht unbedingt in der Nord stehen muss, wo ich normalerweise stehe. Aber das ging dieses Mal wirklich sauber.
Also da nochmal, wenn man mal loben kann, dann auch nochmal loben. Grundsätzlich finde ich, machen wir das bei St. Pauli und macht das der Verein in vielen, vielen, vielen Sachen richtig. Auch, dass sie ihre CRM-Software dazu nutzen, denjenigen, die heute ins Stadion gehen, nochmal ein paar Infos zu geben. Da gibt es vom Fanladen übrigens einen Hinweis. Es scheint so zu sein, oder ich vermute, oder wir vermuten, oder wer auch immer vermutet, dass sich die Polizisten, die jetzt eingeteilt sind, uns Fußballfans zu überwachen, dass Corona oder die Corona-Auflagen zunutze machen, um Personalkontrollen und so weiter durchzuführen. Also passt da auf euch auf, ist der Aufruf vom Fanladen. Ich kann das nur unterstützen, denn man darf nicht vergessen, die Jungs haben jetzt die letzten 2 Jahre auch nicht viel zu tun gehabt und ihre Lieblingssubjekte rund um den Spieltag auch nicht mehr gesehen. Das heißt also, die werden jede Gelegenheit nutzen, so ist zu befürchten, um nochmal so ein bisschen zu gängeln. Und mit den Corona-Maßnahmen und den daraus resultierenden polizeilichen Maßnahmen haben sie natürlich auch ein Instrument an die Hand bekommen, die durchaus unangenehm werden kann. Also, bleibt zusammen und seid maskiert, dann kann euch nicht so richtig viel passieren. So, worauf freue ich mich denn noch so? Also ich freue mich vor allem darüber, dass die Hafentreppe in der Nähe der Hafenstraßenhäuser, wo es vom Strand Pauli hoch auf den Kiez geht, auch wenn das in Klammer auf die klassische HSV-Seite ist, Klammer zu, dass die jetzt wieder in braun, rot-weiß leuchtet oder rot-weiß-braun, je nachdem, und nicht mehr in schwarz-weiß-blau. Denn das ist ja auch irgendwie eine hässliche Farbe und hat auf dem Kiez, ehrlich gesagt, nicht so richtig viel zu suchen aus meiner Sicht. Dann freue ich mich extrem mal drauf, die Reaktion unserer neuen Spieler zu sehen, die jetzt in braun und weiß auftreten. Spielen wir eigentlich in Heimtrikots, also braun, den neuen mit den Nadelstreifen, ne? Da bin ich auch mal gespannt, wie das aussieht. Das wird toll. Ah, Mann, Jan, ich freue mich drauf. Bin gespannt, wie das mit dem Einlass funktioniert, weil ich bin erst um 17:50 Uhr dran, also wirklich nur 40 Minuten vor dem Anpfiff. Da bin ich sehr, 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 sehr gespannt, ob ich da überhaupt rechtzeitig ins Stadion komme. In Kiel war das so, dass sie nachher die Schleusen aufgemacht haben, damit sie überhaupt pünktlich anfangen können. In zeitgleichen Spielen habe ich gesehen, HSV gegen, ach, habe ich vergessen, wurde ungefähr 5 Minuten später angepfiffen, weil sie einfach die Leute ins Stadion bringen mussten. Und das waren nur 3000 oder 3500 oder so. Das heißt also, da bin ich gespannt, ob wir da überhaupt rechtzeitig anpfeifen oder ob ich rechtzeitig im Stadion bin. Und wie gesagt, ich freue mich total auf unsere neuen Spieler, auf den Australier, ich weiß nicht, ob der inzwischen wieder fit ist, auf unseren neuesten Neuzugang Hartl. Ich würde sogar vermuten, ohne dass ich es genau weiß, dass er schon im Kader steht. Denn auf der Position haben wir ja tatsächlich ein paar Malaisen und ja, könnten durchaus auch Abgänge zu verzeichnen haben, noch nach dem Derby. Und ich freue mich auf unseren Torwart Vassili. Ich freue mich auf unseren neuen Innenverteidiger zusammen mit Ziere, die da eine sehr, sehr, sehr stabile Achse bauen. Und ich freue mich einfach mal wieder drauf, Burgstaller beim Toreschießen zu sehen zu können oder Djere. Also als ich das letzte Mal im Stadion war, hat Djere Tore geschossen. Da war Burgstaller übrigens nicht dabei. Ich glaube, ich habe noch kein Burgstaller-Tor gesehen. Da freue ich mich auch drauf. Ich habe gestern noch mit meinem HSV-Kumpi telefoniert, oder gechattet. Und im Grunde genommen sind wir uns einig, sportlich ist der HSV nicht schlechter als wir und wir sind aber auch nicht schlechter als der HSV. Es kommt so ein bisschen auf die Taktik drauf an und auf die Frage Walter versus Schulle. Und ich hoffe ja sehr, dass Schulle da das eine oder andere taktische Überfallkommando in petto hat. Denn damit ist St. Pauli immer gut gefahren.
Wahrscheinlich ist es genauso wie die letzten Derbys auch. Wir müssen die ersten 15 Minuten überstehen, in denen idealerweise ein schnelles Tor schießen und den HSV durch permanentes Toreschießen verunsichern. Das hat super geklappt die letzten Male. Wie wäre es denn, wenn es diesmal auch so läuft? So, das war jetzt mein ganz, ganz kleiner Derby, Vorgucker. Ich werde genauso wie die letzten Male mich von Altona zu Fuß nach St. Pauli runter auf den Weg machen. Ich gehe durchs Viertel und höre euch hoffentlich rufen. Ich lese es auf allen Häusern, Wänden und auf Stufen. Und versuche noch so etwas wie eine Derby-Atmosphäre aufzusaugen, mich vorzubereiten, um dann endlich, endlich, endlich wieder am Millerntor zu sein. Wie es da war, werde ich euch natürlich erzählen. In dem Sinne, liebe DerbysiegerInnen, im Moment sind wir es noch und wenn wir uns nochmal hören, sind wir es hoffentlich auch wieder.